Hallo und herzlich Hallo. willkommen. Sehr gut abgestimmt. Hallo und herzlich willkommen zu The Forest. Was? Was? Also wir haben uns dazu entschieden, ne? Also in letzter Folge war ja so, dass wir jetzt überlegt haben, ob wir gleich da reingehen, weil wir haben hier eine blaue Fahne, das ist wegen Wasser, Tauchen und so weiter. Da waren wir anscheinend, ich bin mir nicht sicher. Hey, da hinten ist ja auch noch eine blaue Flagge. Ja. Aber da hinten waren Aber wir auch schon vielleicht ist drin. es dann die Das gleiche ist, glaube ich, das Höhle? war ja die gleiche. Ich glaube, wir sind hinten rein und hier raus. Ja, und dann ist natürlich dann da irgendwas damit Dingseln tauchen. Gut, aber wir haben gesagt, Ich wir gehen jetzt dachte erstmal nach eigentlich, dass wir Hause. dann schon da rein sind zum Tauchen. Ja, gut. Aber wir haben jetzt eben genau dazu entschieden, erstmal nach Hause zu gehen, weil wir haben ultra viel Fleisch und das würden wir echt gern aufhängen. Oh, Hase. Oh, was denn? Boah, der bleibt nicht stehen. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, vorhin, das war verpackt, ganz ehrlich. Glaub auch. Kannst du nicht erzählen, dass wir beide kein Reh treffen? 200 Mal schießen. So. Gut, also dann bringen wir jetzt das Fleisch zurück und dann Dann gehen wollen wir wir gleich zurückgehen in die blaue Höhle in die blaue sozusagen, Höhle. Ja, oder? genau. Alles klar. Hört sich nach einem Plan. Ist das eine Höhle? Nö. Aber interessant, weil jetzt haben wir eigentlich voll die Tour gemacht, aber durch Zufall haben wir jetzt nicht Cockpit oder so gefunden. Ja, wo wir vorhin eigentlich waren, hätte ich echt gedacht, da war das Cockpit, aber anscheinend ist es doch irgendwas. Jetzt Map guckt, sind wir jetzt. Weil Sind das wir eigentlich. Cockpit ist ja immer an der gleichen Guck Stelle, mal, wir ne? sind Nur jetzt eigentlich das. einmal komplett außen rum gelaufen. Guck mal, wenn du jetzt die Map anschaust, haben wir Ja. echt gut aufgedeckt. Aber in der Mitte fehlt irgendwie noch was. Ah, das ist Nee, das Sinkhole ist eigentlich. Sinkhole. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Mich wundert es eigentlich auch gerade. Ich weiß, dass das Cockpit dann so ein Fluss war und es war ja eigentlich dort. Ah, da sind wir eh schon daheim. Super. Home sweet home. Laufen keine Falle rein, bitte. Ja, dann laufe ich unten ins Tor rein. Aber schon beträchtliches Heim hier. Haben wir schon schön gemacht. Der sieht echt richtig aus. Ah ne, Haben ich wir lasse dich sehr jetzt leben. gute Arbeit geleistet. Eins muss ich gerade checken. War da hinten ein Loch oder bin ich bescheuert? Oder sah das nur so aus? Sah anscheinend nur so aus. Gut. Das ist ein Hase. So. Ja, den habe ich mal im Leben gelassen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich noch Hasen tragen kann. Hey, ich wollte doch gerade loslassen. So, dann Fleisch, 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 Komm Fleisch, her. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Achso, ich bin leer. Ich habe es ein bisschen verteilt überall, damit es ein bisschen voll ausschaut. Jo, passt. Hast du auch alles aufgehangen? Oh, Yes. Alter, schau dir das an. Also, Sieht schon besser aus. da muss ich jetzt ehrlich sagen, da war das fast rendabel, ey, die Tour. Essen haben wir echt. Das sieht irgendwie schlecht aus, der Hase, ich weiß auch nicht. Ja, die alle auch so, die ich vorhin schon gesagt habe, hier, na, hier, Nee, das ist die sind irgendwie vom einfach. Lichteffekt einfach, aber der hier, das sieht doch sehr verdorben aus. Können Sie Warte, vielleicht. ich nehme die mal kurz. Verdorben, ja. Komisch. Vielleicht hat. Ja, gut. Schade. Dann hat er nicht überlebt. Dann brauche ich einen neuen Hasen. Tut mir leid, Hase. Dann war es ein Tod umsonst. Hase? Hase? Ach ja, stimmt. Unsere SOS-Zeichen. Die habe ich schon voll vergessen hier. So, Unser Floß. Vogel. Das haben wir irgendwie dann, nachdem wir es Falsch gebaut haben, Ort. auch gar nicht mehr gebraucht, ne? Bis da seitdem. Nö, nicht wirklich. Nur das Spiel passen. Alter, wieso auf einmal so viele Hasen und Ah. so? Hallo. Wie geht's dir? Gesund. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen nicht nur töten, ganz ruhig.
Oh komm, den kriegst du jetzt. Boom. Boom, bitch. Get out the way, bitch. Get out the way. So. Ja gut, also ich bin eigentlich wieder ausgerüstet. Halt! Fell was. Mach ich noch. Oh, unser Garten ist wieder gut. Gut geworden. Finde ich. Ja, möchte ja hoffen. So. Mich mal ein bisschen durchfuttern müssen. Ich wollte gerade sagen, welcher Garten, der ist komplett leck gefressen. Ja gut, es wird schon wieder dunkel, oder? Meine Fresse. So, jetzt ist die Frage. Alle Fragen. Timmen. Ach, das Soda. Ach. Ach ja, zu viel Soda, ja, ein bisschen mal. Verdammt, ich hab kein. Oh, jetzt ist. Blöd. Keine freier Platz mehr für Soda, los. Nö, wir brauchen unbedingt eigentlich mal die anderen Regale. Naja. Ach, da haben wir ja noch einen Tisch. Ach, wann haben wir den gebaut? Hast du letztes Mal einfach reingeflapst. Dynamithammer. Ja, Dynamit, 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 Dynamit. Wie viel Dynamit habe ich denn? Ja, viermal, glaube ich. Hey, die Pflanze ist fertig. Hallo. Ja, dann ernten wir es nicht, oder? Das machen wir doch mal dran. Sieht ja schon ganz schick aus hier. Arschloch. Findest du das lustig oder wie? Oh ja, yeah, auf das habe ich gehofft. So, also schlafen könnte ich schon. Ja, ich auch. Gut, dann machen wir das mal. Die Frage ist, machen wir es? Na gut, wenn wir jetzt eh eine Hülle. Ja, wieder durch. Ja, trotzdem. Also, es ist eh finster. Ja, komm. Machen wir trotzdem. Oh, ich hab grad was. War doch nichts verbrannt, oder? Nö, ist sogar noch essbar. Nee, ist verbrannt. Verdammt. Jetzt hab ich durst. Ja, 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 ja. Durst. Ja, und Mist, jetzt Schildkröten sind muss leer. Ich ein, schade, jetzt muss ich ausnahmsweise mal ein Soda verwenden. Ja. Welche Bären futterst du, Alter? Ist aber noch welche. Ah, bei mir nicht. Na, ist noch welche. Nein. Tja. So, perfekto. Dann auf zur Blue Hole. Genau, ich habe eigentlich noch alles dabei. Notfallrationen dabei. Vom Spielzeug bräuchte man eigentlich jetzt nur noch die zwei Arme. Von was? So, ja, genau, von dem Spielzeugmännchen, ja, stimmt. Gut, da bin ich mal gespannt. Ne, ich glaube nicht mehr, dass da großartig was kommt. Ja, die Motorsäge wäre noch ganz nice. Vor allem für die nächsten, vor allem für ganz Baumstämme, die wir brauchen und so. Wee. Wollen wir es dann hier gleich weiß machen? Ja, genau, machen wir hier mal weiß. Und dann gehen wir da rein. Hey, nicht so drängeln hier, meine Güte, ey. Ich sehe gar nichts. Ich bin ungeduldig, Leute. Achso, schon automatisch angemacht. So, also hier haben wir ja schon alles eigentlich, ne? Also wir müssen echt nur ins Wasser anscheinend. Theoretisch. Ah ja, jetzt sind wir so geöffnet in die Höhle gegangen, oder? War das denn? Ah ja, das. Oh. Ja, okay, an die kann ich mich erinnern. Die Kassette nehme ich, glaube ich, jetzt mal nicht. Ich trau mich nicht. Ah, verflixt, ne? Jetzt wissen wir nicht mehr, wo das Wasser war. Ah, ich nehm's ja doch, genau. Aha, haben wir wieder was gelernt. Was denn? Dass wir uns markieren sollten, wo das Wasser war. Hm.
Naja. Sollten wir uns auch bestimmt kriegen. Die Fledermäuse, ey. Ist mir erschrecklich nicht. Ja, hast recht. Ha! Yeah. Bäh, die Augen. Bäh, das war voll ekelhaft. Was? Ja, weil ich die Mutantenrüstung anhab und der habe ich so an meiner, an rechts Oberarm, habe ich so anscheinend zwei Augen und gerade beim Runterrutschen haben die mich voll angestarrt. So. Wasser? Wasser? Hört sich sehr gut an. Moment, war nicht erst drauf. Batterien, yay! Hä? Waren wir hier? Ja, natürlich. Natürlich waren wir hier. Müssen wir ja, wenn wir es markiert haben als blau. Ja, klar, aber. Ah, ja, gut, ist auch nämlich wieder, ja. Wow! Randalier hier nicht so. Ich will töten. Ganz blöd, war das nicht sogar noch wieder die Höhle? Ah ja, genau, hier ist sogar Helium. Oh, sehr schön. Boah, wir sind so goat. Und ja, Hechtrennen. Gut, das Schwimmen ist ein bisschen kacke irgendwie, dass man so zum Drehen muss. Kreis schwimmen muss, ja. Das ist ein bisschen. Oh, es geht durch das. Aber irgendwie kommt mir das auch wieder bekannt vor hier. Vielleicht haben wir einfach nur nicht die Farbe hier. Aber ich hoffe einfach, dass es das jetzt was Neues ist. So, hallo. Das kommt mir sehr stark bekannt vor. Ja, mir auch. Das kommt mir ganz, ganz stark bekannt vor. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich dort bei der anderen Höhle raus. Ist das nicht sogar die rote Höhle, die wir markiert haben? Eben, das dachte ich eben auch. Ne, die rote Höhle war mehr Kerzenschein, weniger. Ja, das ist irgendwie ein bisschen nervig jetzt. Haben wir voll verkackt durch die Spielpause. Ey, der Tisch hat ja nichts getan. Ja, Das ist die Frage, gehen wir jetzt hier weiter? Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das das richtige Wasserloch war. Nee, ich bin mir auch nicht sicher. Das Blöde ist halt einfach das Ganze. Jetzt sind wir hier wieder. Aber hier ist auch nochmal Wasser? Nee, doch nicht. Oh, hier sind Snacks, das ist gut. Snacks kann ich gebrauchen, die sind nicht so. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier ist das halt. Hier wird's wieder nach oben gehen. Jetzt die Frage, wo? Nach oben. Oh Mann, das ist jetzt nervig. Ich will einfach gar nicht. Ob wir da jetzt schon Wasser waren in der Höhle und nicht umgeändert haben, die Farben? Also es kann schon sein, bei irgendeiner blauen Höhle sind wir ja woanders rausgekommen, ja, aber die ja nicht geändert haben. Aber da waren ja beide blau, das war das Verwirrende. Hä? Wie bescheuert. Ja, hier ist doch... Achso, hier. Achso, ja, okay, daran kann ich mich aber auch irgendwie erinnern. Ja. Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt bei dem Zeltplatz raus. Also ich glaube, wir kommen jetzt bei der roten Höhle raus, glaube ich. Ne, ich glaube, dass wir am Zeltplatz rauskommen. Zeltplatz? Ja. Achso, beim da. Wo es auch blau war. Ja, wenn es so ist, dann tun wir gleich beide blaue ändern. Ja, das eine haben wir ja... enttäuschend gewesen, diese... Ja, diese, an diese Abkürzung kann ich mich aber erinnern. Geschwommen sind wir, getaucht sind. Ja, vielleicht sind wir hier rein. Und dann beim roten raus. Und deswegen haben wir das andere blaue auch nicht gemacht. Ich kann, also wir sind niemals so tief gegangen. Also das ist irgendwie manchmal ganz kurios. Ja, aber gefühlt ist man so 300 Meter unter der Erde. Wenn nicht sogar mehr.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt enttäuscht sein soll oder. Nee, wieder ganz woanders. Verfickte Kacke. Achso, da haben wir es schon weiß gemacht. Scheiße. Das ist so kompliziert, ey. Dann gehen wir jetzt beim Zeltplatz rein. Ja, genau. Da hatte ich auch das ist gleich in der Nähe. Und dann sehen wir ja. Wenn es jetzt die gleiche Höhle ist, dann wissen wir es. Aber ich habe gerade einen Mutanten gehört. Komm her, du. Oh, das machen wir. Achtung! Der lebt aus. Nein, ich mag den noch töten. Nach unten. Ach, danke. Nein! Oh, wenn er einfach nicht dann schlägt. Ja, wenn du dann nicht triffst, ne, oder sowas. Oder die Ausdauer einfach vorbei ist. Ja. Nein! Oh, doch. Ist ein Stein in der Nähe? Tu schon mal einen Stein ausrüsten. Oh ja, genau. Ist das. Okay, hab einen Stein. Ja! Nein! Wieso? Oh. Das gibt's doch nicht. Wieso sterbt ihr auf einmal sofort dann wieder, ne? Das ist. Ja, klar. Magst du die anzünden eigentlich, oder? Nee, ich hab nicht so viel verloren. Du? Versehen kannst. Ich habe also noch 3 Rüstungen. Das reicht. Da läuft ein Hase dir hinterher, der mag dich irgendwie. So. Ich speichere lieber mal. Ja, ich speichere mal. Kann nie genug speichern. So, dann machen wir aber hier auch weiß. Machen wir weiß und gehen rein, ja. Ach, so. Yeah. Gut, was hört man schon mal? Wow. Deswegen ja, dachte okay. Ich eigentlich, dass wir in der Höhle sind, weil das auch so mit mehreren Zeilen runterging. Das wusste ich noch. Ui, aber Wasserfall? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie geht's dir an, jetzt so direkt neben dem Seil? Hm. Alter, geht das tief. Alter. Das ist ziemlich schwer. Ja, gar nicht mehr auf. Ach, Gott. Aber es ist eine andere Höhle. Definitiv, glaube ich. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern. Da ist ein Zeltplatz nochmal. Aber hier haben wir, glaube ich, getaucht. Das weiß ich noch, wo ich gesagt habe, da ist nichts. Da waren wir drin. Ja, genau. Ja, da war nix. Geht's nicht weiter. Da war ja nur die eine Frau da irgendwie so angebunden. Hä? Bescheuert. Dann hier. Los, geht's nochmal nach unten, okay? Ich hab deine Hand an. Oh, Moment, was? Moment. Da ist doch einer. Da hängt doch einer. Der ist doch so ein Bergsteiger oder sowas, oder? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gesagt. So. Ah, ne, da ist nichts, ne? Da kann man nee, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, glaube ich. Wo wir schon gesagt haben, das wäre eigentlich ein guter Punkt, eigentlich dem. Ah, ja, stimmt. Das weiß ich noch. Also, dann waren wir definitiv doch schon hier. Ah, ja, gut, hier haben wir auch gekämpft. So Dynamit, oder? Dynamit, Seil. Dynamit, Dynamit. Dann wird's da. To-Do-Liste aktualisiert? Hä? To-Do-Liste aktualisiert? Also manchmal finde ich das ein bisschen kurios, wann der irgendwas aktualisiert oder sonst was. Manchmal ist es vielleicht verbuggtes Spiel. Daumen. Okay, hier. Wo ist meine To-Do-Liste? Don't be afraid, just believe. Ah ja, und hier kann man doch wieder durch den Schlitz durch. Wo ist denn eigentlich meine To-Do-Liste? Ach da.
baue ein Lager, finde und koche Essen, baue Verteidigungsanlagen, finde einen Weg in den Kessel. Ach, erkunde tote Höhle, erkunde hängende Höhle, erforsche die hängende Höhle, weiter, erkunde Unterwasserhöhle, erkunde Höhle der Anwälte, erkunde Wasserfallhöhle. Und ich glaube, wir haben gerade die Wasserfallhöhle erkundet. Ja, aber wieso hat er jetzt zu tun? Das weiß ich nicht. Da war er ja schon. Aber der streicht das alles durch und dann könnten wir uns mal irgendwie überlegen, wie sieht man irgendwo, wie er die Höhlen nennt? Nein. Ah, Moment, wenn man jetzt M drückt, dann sieht man die Höhle im Inneren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment, aber wenn man jetzt hier nach oben geht, da waren wir ja anscheinend laut Karte noch. Darm? Nee, doch. Doch jetzt. Da hatten wir vielleicht die Karte noch nicht. Und das ist die Todeshöhle. Dead Cave steht da. Genau, aber wenn wir jetzt zurückgehen, da ist doch alles outgegraben. Obwohl, nee, dann ist da das Teil wahrscheinlich. Wow. Kann man irgendwie hier durchspringen oder wie ist es? Ja. Aber hier geht eigentlich dann noch das. Ja, ja, und dann ändert sich wahrscheinlich die Sicht, oder? Wenn wir die Seile hochklettern, wahrscheinlich ja. Alter. Na, dann gehen wir hier einfach nochmal weiter, irgendwie, oder? Ja, gehen wir einfach mal. So, wir halten aber ich habe das Gefühl, wir haben das. Aber eigentlich waren wir ja nicht schlecht. Also, wir haben die Höhlen ja nicht schlecht gemacht. Wir haben es echt eigentlich viel und oft und Abzweigungen haben wir immer wieder. Ja. Ja, das hätte man halt echt markieren sollen, irgendwie da, wo zum Tauchen. Gut, und da geht's wieder dann nach oben. Vielleicht drücken wir N, haben wir da jetzt alles. Irgendwie laufen wir da komisch, jetzt sind wir doch wieder zurückgelaufen, oder? Nee, hä? Nee, das ist schon. Na, jetzt sind wir da. Ja, jetzt sind wir wieder da am Anfang. Nee, warte, jetzt sind wir wieder in einer anderen Höhle. Ja, genau, jetzt sind wir in der anderen blauen. Ja. Genau, jetzt sind wir hier wieder. Ja, genau, dann haben wir das ja, wie gesagt, jetzt theoretisch abgeschlossen. Also, die waren schon zusammenhängend. Ah, ja, stimmt, ja, genau. Aber wenn ich gut, Map, ging's jetzt am schnellsten raus? Wenn ich M öffne, ist trotzdem alles ausgegraut dort. Anscheinend gibt es irgendwie ein anderes Seil oder sowas. Oder da hinten geht's da weiter oder geht's da raus? Weil da ist irgendwie ist ausgekraut, ne? Ach guck, da steht sogar unten, also da steht Dead Cave. Dann unten steht Baby Cave. Also da geht's in die Baby Cave anscheinend irgendwie. Also wo steht das? Unten. Baby also Dead Cave, da steht aber das steht Baby in der Mitte. Cave. Und Baby ja Cave doch, stimmt, da Baby Cave. Da genau, und da rechts ist irgendwie so ein Tor. Ich glaube, das war das eine Tor, was wir schon gefunden hatten. Ja, ja. Ja, ja, gut, aber. Nicht sehr leicht verständlich gemacht, diese Karte. Nee, überhaupt nicht, nee. Das ist jetzt die Frage. Ja, gut, dann gehen wir hoch, oder? Das ging da ja, glaube ich, relativ flott nach oben, ne? Warte, ich muss mal kurz gucken, und zwar. Aber erkunde tote Höhle ist durchgestrichen, also die haben wir eigentlich. Ja. Aber Baby Cave? Was ist denn Baby Cave? War das nicht vielleicht irgendwie da, wo es so runter geht und so ganz viele tote Babys rumgeflockt sind? Ja, aber die hat er halt nicht reingeschrieben. Leider. Leider Gottes. Ich jetzt blöd, wo geht's hier wieder? Achso, das war ja das hier wieder mit dem blöden Stall, ne? Ich hab so das Gefühl, aber meinst du, das war's dann mit dem Blau, was wir gemeint haben? Ich bin mir da nicht, oder wohl, sollen wir vielleicht mal zurückgehen? Und vielleicht den anderen Weg gehen? Nicht, dass wir da... Eigentlich haben wir da jetzt kein Wasser gefunden in der Höhle. Ja, doch. Gehen wir mal kurz zurück, da geht's noch den anderen Weg noch.
Alter, ich muss glaube ich mal Snacks essen jetzt. Also Zuschauer, sorry, dass wir gerade so hin und her und nur Höhle sind, aber irgendwie, das ist mir wichtig, ja. Teilweise, also das ist mir echt irgendwie... Ja, das wäre halt ärgerlich, wenn man da halt ist, irgendwas... Obwohl, nee, da waren wir ja irgendwie... Genau, da war der Anfang von der anderen Höhle. Oder? Ja. Und dann war da das Wasser, oder? Und dann der Wasserfall und so. Wo wir zur anderen Höhle gekommen sind. Ja, anscheinend war es einfach nur dieses Wasser hier. Ja. Ah, da hatten wir doch schon mal was. Oder? Das weiß ich, da haben wir auch, sind wir dann auch rein und war es auch nur so eine Durchquerung. Genau. Aber jetzt wird mal interessant, wenn wir. Und da mussten wir auch die ganze Zeit im Kreis, oder? Nee, Kreis, weil. Da ist jetzt kurz die Warte, wenn ich hier M drücke, wie schaut es jetzt aus? Aha. Ah, dann ist das. Ist das Wasser vielleicht? So eine Wasserdurchquerung? Das Graue? Ja, das könnte sein. Das könnte Wasser sein, ne? Dann wäre da unten theoretisch nochmal Wasser. Irgendwie. Ja. Ja, dann. Also in die andere Richtung theoretisch. Oder? Aber jetzt da rechts waren wir dann auch noch nicht, oder? Laut. Da kann man nicht. Ey, warum nicht? Laut der Höhle sollte ein ganz normaler Weg sein. Ist der Weg? Vielleicht hier so. Jetzt gehen wir aber gerade in die verkehrte Richtung eigentlich, oder? Die Karte stiftet mehr Verwirrung, als wie sie hilft. Ja. Vor allem, wenn man sich bewegt, das ist irgendwie... Irgendwie dann nach rechts. Jetzt bin ich hier beim Wasser. Genau, hier sind die ganzen Kisten von vorhin. Hey, die Karte macht überhaupt gar keinen Sinn, Alter. Das stimmt ja mal überhaupt nicht. Hier, wo ich jetzt stehe, müsste ich mitten in dieser Höhle sein. Mitten drin. Ja. Yep. Und wenn ich hier stehe, dann bin ich wahrscheinlich außerhalb, oder? Ja, ja gut, da bin ich ganz am Rand. Ja, irgendwie kaum. Lassen wir die Geschichte am Abgang. Oh Mann. Gut, eigentlich die haben wir so gut wie es ging erforscht eigentlich die Höhle. Ich glaube, das war das Wasser schon. Dann ja, ich glaube auch, dass das einfach... Hallo, lass mich da durch. Also an den Wasserfall kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich auch nicht. Aber anscheinend waren wir hier schon mal. Ja, aber gerade eben nicht, oder? Ach nee, oder? Jetzt haben wir aber. Jetzt decken wir aber so nach und nach was auf, glaube ich. Wir decken gerade auf. Kann das sein? Genau, nee, wir decken. Hier waren wir doch schon. Ja, dann hatten wir vielleicht da die Karte noch nicht, deswegen. Ah, guck, da sind die ganzen Viecher da unten. Okay, doch, das wäre Baby Cave gewesen, anscheinend nicht. Da unten geht's. Ah, oh nein, 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 boah, Alter, boah, das war knapp. Bis du langsam runtergerutscht bist. Boah, das war jetzt knapp. Holy shit. Na, warte, wenn ich da jetzt runter. Ich komm mal mit. Ist da ein Mutant oder sowas? Ich glaub nicht. Da war mal eins.
Boah, der bollert doch irgendwas, ne? Nein. Babys waren ja, da. Genau, das sind, ne? Genau, da wird es richtig schön schwarz. Das sehe ich. Aber das stimmt auch nicht, wie das da gemacht wird. Das ist grob gezeichnet, glaube ich, bloß. Vielleicht soll das gar nicht genau sein. Vielleicht ist es nur grob. Oh, jetzt habe ich die Karte wieder aufgenommen. Ist auch ein bisschen schlecht gemacht, dass das immer wieder neu spawnt. Ja, also das ist total Bullshit. Nee, also... Na gut. Ach, Gottchen. Dann laufen wir über den anderen Weg raus. Würde ich sagen, dass wir vielleicht mal ein bisschen in der Map die Karte haben, aber ansonsten... Muss mal kurz ein paar Snacks essen. Naja, irgendwie ein bisschen... Oh, und die Folge eigentlich, wir müssen da langsam mal beenden. Na gut, aber ich würde eben noch mal aus dieser blöden Hülle jetzt rausgehen. Naja, da kommen jetzt wieder die Fledermäuse. Blöd gesagt, sind wir vorhin hier nicht runtergegangen. Da könnte eventuell noch das andere Wasserding sein. Ich weiß es halt nicht. Ne? So, ja, dann machen wir das vielleicht in der nächsten Folge oder. Ach, schauen wir schnell. Komm, pack auf, Alter, die 5 Minuten da, die wir auch noch haben. Ja. Also wieder so. Ja gut, hier geht's gar nicht weiter. Okay, haben wir das auf. Jetzt gut. Ging's denn nicht weiter? Aber laut Map geht's da weiter. Map? Warum legst du mich an? Hey, was ist das für eine Map, Alter? Die ist immer mega kacke. Ist ja schön und gut, dass es eine Map gibt. Ich meine, wenn es da sagt, hey, da geht's weiter. Oh, schön, gut. Und da zeigt es mir auch an, dass da Wasser ist da hinten, aber... Ach, irgendwie kotzt mich die Höhle gerade voll an. Komm, lass uns einfach rausgehen. Na gut. Und lass uns hier wieder zurückkehren. Nee, ich glaube, bei der Höhle waren wir schon relativ oft jetzt drin. Ich glaube, ja. Da haben wir das alles. Ja, gehen wir einfach raus und gut ist. Ja. Dann haben wir die alle weiß gemacht. Die anderen Höhlen haben wir noch und dann, wenn wir da ja, eine, irgendwann oh, eine mal... Eine offene Höhle haben wir ja noch, ne? Eine offene Höhle haben wir ja. Gefunden ja. Haben. Ja. Aber es war, obwohl, hier könnte man sogar... Wenn ich hier speichern und vielleicht muss. Haben wir dann Glück, dass wir durch die eine Höhle vielleicht in ein paar andere Höhlen reinkommen. Ja. Man könnte sich ja mal ein bisschen die Namen merken. Also jetzt waren wir wirklich eigentlich in der... Ja, Dead Cave Fight ist eigentlich nicht so richtig. Weil eigentlich, wenn du so siehst, sind wir da irgendwo anders reingekommen. Aber irgendwie sind jetzt meinst die Höhle und Dead Cave verbunden und die haben wir nicht gefunden. Glaubst du, das ist das komplette Höhlensystem? Nee, oder? Das ist... Nee, ich glaube... nee, also alle Höhlen sind eh nicht miteinander. Ja, da ist ja Baby Cave und da geht's wahrscheinlich in eine Baby Cave und dann kommt eine andere Map, aber... Ach so, Keine Ahnung. Ach, jetzt sind wir! Ach, guck! Jetzt sind wir dort! Wurde. Ja, genau. Wo wir eigentlich hin wollten. Oh mein Gott. Lol. Ja, gut, und diese Höhle haben wir, glaube ich, ziemlich safe gefahren, sozusagen. Naja, hier ist der Ausgang. Ist es hell draußen? Nee. Nein. Sollen wir dann hier drin beenden oder? Es ist Nacht. Jawohl, und es regnet und es ist. Nee, da komm wieder rein. Dann. Ich fröstle ein wenig. So, muss jetzt zum Lagerfeuer. So, haben wir keins. Okay. Doch, da. Achso, doch, da.
So, dann danke wieder fürs Zuschauen und in der nächsten Folge weiß ich noch nicht genau, was wir machen. Das werden wir dann sehen. Ja, man könnte mal wieder vielleicht bauen, vielleicht nicht unbedingt die Regale, nicht so als Hauptprojekt, sondern vielleicht echt mal mit dem... Also ich hätte mal Bock auf diesen Garten eigentlich. Ja, das stimmt. Aber vielleicht die Regale wären nicht schlecht, weil uns langsam immer bei den ganzen... Ja, aber wir müssen vielleicht nicht alle, sondern vielleicht reichen erstmal 2, 3, 4 Regale. Ja. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja gut, in diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.